Wir schreiben das Jahr 1880. Sherlock Holmes ist noch nicht der spätere Meisterdetektiv von Weltrang, sondern ein junger Kerl, der auf die sonnige Mittelmeerinsel Cordona zurückkehrt, um einem alten Familiengeheimnis auf die Spur zu kommen. Hier verbrachte er einen Großteil seiner Kindheit an der Seite seines Bruders Mycroft und seiner Mutter, deren früher Tod, angeblich an Tuberkulose, er bis heute nicht verwunden hat. Um endlich damit abschließen zu können, besucht er ihr Grab und das Haus, in dem er aufwuchs. Doch statt seelische Erlösung zu erfahren, stößt er dort auf immer mehr Ungereimtheiten in der offiziellen Darstellung der Umstände. Und so nehmen wir die Ermittlungen auf. Herzlich willkommen bei Sherlock Holmes Chapter 1. Für diesen Beitrag zeigen wir euch nur Bildmaterial aus einem bestimmten Fall des Spiels. Schließlich wollen wir hier nicht zu viel spoilern. That deserves a slap and then a kiss. And here's our lovesick friend. You found false idols. We need to find the remaining two. What does bazooka even mean? Zur Seite steht uns in diesem Spiel dabei allerdings nicht John Watson, weil wir den zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht kennen. Dennoch hat Sherlock einen Begleiter, wenn auch imaginär, der immer wieder mal in Erscheinung tritt. Was zunächst wie ein Taschenspielertrick der Autoren klingt, erweist sich mit der Zeit als cleverer Schachzug, denn der Kriminalfall stellt nicht nur Holmes detektivische Fähigkeiten auf die Probe, sondern ist eine Prüfung seiner geistigen Gesundheit, hinterließen doch die mysteriösen Umstände um den Tod seiner Mutter ein anhaltendes psychisches Trauma. Im Gegensatz zu den meisten Vorgängern der Sherlock-Holmes-Reihe erlebt ihr hier nicht mehrere in sich abgeschlossene Kurzgeschichten. Stattdessen gibt eine übergeordnete Handlung die Richtung vor, deren Weg mit zahlreichen Leichen gepflastert ist und auf diese Weise die Ermittlungen erzählerisch geschickt in einzelne Kriminalfälle gliedert. Und das in einer offenen Welt. Etwas, das komplett neu ist in der Serie. Auf der Insel Cordona könnt ihr euch frei bewegen und müsst oft über gesammelte Informationen selber das nächste Ziel auf der Map suchen. Das Spiel nimmt euch da erfreulich wenig zur Hand und präsentiert eine recht abwechslungsreiche Spielwelt, die einen glaubhaften sozialen Mikrokosmos und den Schmelztiegel unterschiedlicher Kulturen widerspiegelt. Ein Warnhinweis leitet das Spiel ein, es enthalte rassistische und sexistische Klischees, die heute als verwerflich gelten, im historischen Kontext aber als selbstverständlich erachtet wurden. Man habe sich dazu entschieden, sie nicht auszublenden oder zu leugnen, sondern offen zu thematisieren und hätte damit keine bessere Entscheidung treffen können. Sherlock Holmes Chapter 1 liefert einen in der Videospielelandschaft beispiellos vielschichtigen Einblick in eine historische Epoche, in der Rassismus gesellschaftlich verankert und politisch institutionalisiert war, bleibt dabei aber auf bewundernswerte Weise subtil, differenziert und ohne aufdringlich mahnenden Zeigefinger. Help me, please. It's funny when someone like you asks someone like me for help. Doch zurück zu den Kriminalfällen. Man muss zum Beispiel den Tod eines Mannes aufklären, der scheinbar von einem Elefanten angegriffen wurde. Steckt da aber vielleicht mehr dahinter? Eventuell ein Konflikt zwischen Geschäftspartnern? Oder war es gar die eigene Tochter, die den Elefanten so aufgestachelt hat? Wie gewohnt gilt es zur Beantwortung dieser Fragen, Spuren am Tatort zu sichern, Zeugen zu befragen, Hinweise zu deuten und am Ende die Schlussfolgerungen in einem Diagramm korrekt zu verknüpfen. Die zahlreichen Fälle sind darin so raffiniert konstruiert, dass sich die Lösung nie aufdrängt, sondern stets mehrere Verdächtige als Täter in Frage kommen und oft nur winzige Widersprüche und scheinbare Nebensächlichkeiten darüber entscheiden, ob ihr am Ende den richtigen oder womöglich falsch Beschuldigten verhaften lasst. Sherlock Holmes Chapter 1 fährt dazu eine beachtliche Menge an Spielelementen auf, die das Repertoire der Vorgänger weit übertrifft und für niemals abebbende Abwechslung sorgt. Mal müsst ihr Zeugen mit belastenden Beweisstücken konfrontieren oder Passanten in einem kleinen Logik-Minispiel belauschen, um in ihren beiläufigen Unterhaltungen brisante Informationen aufzuschnappen. Verdächtige Blutflecken oder vergiftete Flüssigkeiten lassen sich einer chemischen Analyse in Form eines pfiffigen Rechenrätsels unterziehen. Selbst die eigene Kleidung muss bei den Ermittlungen berücksichtigt und den Gegebenheiten angepasst werden, da wir sonst bestimmte Bereiche eventuell nicht betreten können. Viele
Viele der Nebenquests, die ihr entdecken könnt, erweisen sich in Sachen Umfang, Qualität und erzählerischer Raffinesse den Kriminalfällen des Haupterzählstranges als vollkommen ebenbürtig. Der Fall über den Toten in einer abseits gelegenen Ruine startet etwa als lockere Denksportübung über ein Unglück bei einem schiefgelaufenen Duell, weitet sich dann aber immer weiter aus und führt schlussendlich in einen Sumpf des Verbrechens, der die jahrzehntelangen Machenschaften eines skrupellosen Geheimbundes auf der Insel offenlegt. Wie von dieser Art Detektivspiel gewohnt, werden alle relevanten Informationen zu einem Fall in einem Notizbuch festgehalten und dabei auf vorbildliche Weise zusammengefasst und aufbereitet, sodass sich jederzeit die immer komplexer werdenden Einzelheiten eines Falles schnell wieder vergegenwärtigen lassen. Immer wieder in diesen Notizen zu blättern, ist ein integraler Bestandteil des Spiels. Kleine Hilfestellungen wie bestimmte Symbole geben dabei ungefähr ein klitzeklein wenig die Richtung vor, was zu tun ist, wodurch sich Ratlosigkeit und Frust in Grenzen hält. Trial-and-Error-Momente gibt es zwar, sind aber selten. Zwei Mankos hat das Spiel allerdings. Die Technik ist nicht die beste. Sherlock Holmes Chapter 1 sieht tatsächlich schlechter aus als The Sinking City vom selben Entwickler, welches 2019 auf den Markt kam. Auch auf einer Xbox Series X gibt es Pop-ins, Kantenflimmern und immer wieder auftretende Ruckler. Das zweite Manko sind die Kämpfe. Es gibt immer wieder mal Actionsequenzen, wo Sherlock gegen mehrere Wellen von Gegnern kämpft. Leider. Statt sich komplett auf die Rätselstärken der Serie zu konzentrieren, wurde abermals mit der Brechstange versucht, Action zu integrieren. Die Steuerung ist dafür zu hölzern und die Gefechte gegen Gegnerwellen, wo ihr Feinde am besten noch gefangen nehmt, sind einfach frustrierend und wenig unterhaltsam. Zum Glück kann man diese Kämpfe auch komplett deaktivieren, wenn man will. Als drittes Manko könnte man noch diesen jungen und ziemlich hippen Sherlock Holmes aufzählen, dessen Interpretation des Meisterdetektivs sicherlich nicht jeden Geschmack trifft. All das können wir mit Leichtigkeit verschmerzen angesichts der unterm Strich überragenden Qualität dieses Adventure-Meisterwerks. Was sich allerdings im Rückblick regelrecht unbefriedigend anfühlt, ist ein Effekt, der von den Entwicklern vermutlich voll und ganz beabsichtigt ist. Denn indem sie für jeden Fall mehrere Schlussfolgerungen nahelegen, dem Spieler die, in Anführungszeichen, richtige Auflösung aber verschweigen oder womöglich sogar nie eine solche vorgesehen haben, nagt an uns bis heute die Ungewissheit, in manchen Fällen wahrscheinlich einen Unschuldigen verurteilt zu haben. Wenigstens als Statistik nach dem Abspann wäre es wünschenswert gewesen zu erfahren, bei welchen Entscheidungen man richtig oder falsch lag und welche Hinweise man eventuell falsch gedeutet hat. Dennoch, der Sprung in die offene Welt ist dem jungen, hippen Sherlock Holmes geglückt und sollte euch gut 30 Stunden unterhalten. Entwickler Frogwares liefert in unseren Augen hiermit definitiv einen der stärkeren Teile der Serie ab. I found this. Who's this young lad next to you, your faithful knight? Paul, he's my pirate. He's not really a pirate. I just call him that.